Guten Morgen zu meinem Train Fever Stream. Heute werden wir unsere Ringlinie komplettieren. Dazu muss ich hier Guten gleich mal. Morgen zu meinem Train Fever Stream. So. Hier haben wir das Zugdepot. So, hier wird noch keiner mitfahren wollen, vermute ich mal. Ach so, Moment. Ich hatte ja hier. Also hier habe ich es jetzt angeschlossen. Dann machen wir nur sichtbare und dann kippen wir das Ganze mal so. So. Genau, ich muss ja hier die Linie noch anschließen. Dass die Leute natürlich logischerweise auch hier hinkommen. Jetzt müssen wir das Ganze mal kontrollieren. Hier genauso, und zwar ist das diese Linie. So, da ist der erste halt der da, und dann hauen wir einfach hier mal hinzufügen und zack. Genau, so, weiter geht's. So, hier warten schon Leute. Ach so, nee, aber nicht auf die Ring. genau, hier brauche ich gar nicht. Der wird, hier wird gehalten. Stimmt, weil hier ja die Bahn von Spaltenhof kommt. So, aber hier, das ist die rote, das ist die hier. Da packen wir einfach bei der Hausnummer 17 den hier dazu. Genau. So. Dann geht's hier weiter. So, das ist die hier, Eitrang. Da machen wir das Ganze nach der 4. Zack. Wunderbar. Hier war schon ein Depot gebaut. Ach, okay, hier wollte ich Holz produzieren und dann kam meine Ringbahn dazwischen. So, 19 Minuten, das sieht man ja schon viel zu viel. Ich muss jetzt nach und nach die Züge draufsetzen. So, das ist die grüne. Und zwar 1. Dann machen wir das jetzt mal so und so und dann hauen wir eins raus. So. Genau, das passt. Die Haltestelle hier, die muss ich, die werde ich versetzen müssen. Wenn die Stadt gewachsen ist, werde ich hier auch noch rumfahren müssen. Hier runter müsste ich eigentlich auch schon fahren. Wenn wir jetzt gerade schon hier sind, dann... Okay, das geht nicht. Dann mit einem kleinen Gleis. Dann machen wir hier eine Haltestelle und zwar einmal hier und einmal hier. So, und das Ganze gruppieren wir mit denen. So.
Dann ist hier halt 5, dann machen wir hier halt 6 und halt 7. Ah, nein. Das ist ja jetzt doof. Der dreht hier nicht um. Dann machen wir es aber anders. Dann machen wir hier nein und machen hier das Tramgleis weg. Und schon dreht er um. So, Moment kurz. So. Ich mache mal den Spielton ein bisschen lauter. So, genau. So, dann haben wir das hier. So, den Bahnhof haben wir angeklemmt. Genau, so. Dann können wir hier wieder rauszoomen und uns die nächste holen. So. Okay, das ist Waldau S1. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall okay, das geht nicht. Also, wir machen auf jeden Fall mal hier und hier noch einen Halt hin. Dann machen wir das weg und dann gruppieren wir die zwei. Und zwar, wenn die Bahn jetzt hier hinterfährt. Also 4, 5, 5 hinzufügen, 6, 7 und dann wieder hier. Und dann geht es da runter. So, dann können die Leute nämlich hier direkt umsteigen, dann brauchen sie nicht mit dahinter fahren. So, dann haben wir das angeschlossen. So, dann geht die Bahn hier weiter. So, hier könnten wir natürlich überlegen, ob wir zwei Linien hinfahren lassen. Die blaue und die gelbe. Das werden wir auch tun. So, 1 ist hier, okay. Dann machen wir mal Haltestelle hinzufügen, hier, hier und hier. Dann können wir 1 rausschmeißen. Genau, wunderbar, passt. Hier zwischendrin brauchen wir keinen Halt, weil das ist Quatsch. So, jetzt könnten wir natürlich, ich schiebe mal das hier nach unten. Ist jetzt die Frage, ich glaube, ich lasse nur eine hinfahren. Dann sollen die Leute hier umsteigen und dann machen wir hier noch eine Haltestelle hin. So. Genau, das ist jetzt schon alles gruppiert. Dann würde ich die Gruppierung aber mal aufheben und nur die gruppieren. Und die gruppieren. So. Dann können die hier umsteigen und die, die nicht hier runterfahren wollen, können da einsteigen. Achso, das ist ja Quatsch. Ne? Die, die nicht zum Bahnhof wollen, können hier einsteigen. Ja, so würde ich das mal machen. Ich würde die gelbe jetzt mal nicht zum Bahnhof fahren lassen. Oder doch? Hm.
Dann lass es mal so, wir kontrollieren dann später. So, dann geht es hier weiter. So, und zwar, das ist hier die rote. Haltepunkt 10. 10 hinzufügen, zack, 11. So, dann muss man hier natürlich jetzt aufpassen, wo es hier ist eine Haltestelle und da, okay, das passt. Ja, ist okay. Wir könnten jetzt noch hier einen Halt einschieben. Und zwar nach 11. Können wir da nochmal halten, so. Okay. Die Stadt ist auch schon ordentlich. Was ist denn das hier? Oh Mann. Naja. Genau so. Dann lassen wir das hier so. Hier haben wir auch noch nicht angeschlossen. Der dreht da nur. So, und zwar ist der Haltepunkt 1 hier. Okay, dann machen wir das 1, 2 und 1 weg. So. Dann passt das auch. Dann geht's hier rüber. Das ist die schwarze. Die haben wir schon angeschlossen, genau. So, dann sind wir einmal rum. Das Fenster lasse ich mal auf, wegen dem Takt. So. Dann lassen wir mal die Züge flitzen. Bin mir noch unschlüssig. Zwecks Entfernung. Naja, machen das Fenster mal zu. Okay, weiter rauszoomen kann ich nicht. Vielleicht lasse ich, wenn der da losfährt, den nächsten. Und wenn der da losfährt. Wie schnell fahren die denn? 127. 5. Okay, die fährt den Bahnhof, die wird schon wieder langsamer. Okay, so. Also wenn die da losfährt und wenn die da losfährt, kommt die nächste. Wird der nächste Zug auf die Reise geschickt. Ne, wenn er hier losfährt. Wenn er da losfährt. Weil, das ist ja sonst zu knapp aufeinander. Ich weiß nicht, ob sich das dann ein bisschen verteilt. So wie bei der S-Bahn. Der ist zum nächsten unterwegs. So, schickt man den los. Wir werden dann auch mal eine komplette Runde mitfahren, denke ich. So, hier fährt auch wieder los. Ja, es passt.